Einem 6-jährigen Kind würde ich wahrscheinlich zur Antwort geben, dass ich mich dafür interessiere, wie die Welt wahrgenommen wird, wie sie vermittelt wird und welche Rolle dabei die Kunst, insbesondere auch die Literatur, spielt. Das sind viele abstrakte Begriffe und das würde wahrscheinlich auch einige kritische Nachfragen provozieren, was auch interessant ist. Vielleicht wäre es auch einfach einfacher zu sagen, dass ich hauptsächlich am Computer sitze und vor mich hertippe. Ich blättere in dicken Büchern und lese darin. Manchmal verreise ich auch. Ich habe die Möglichkeit, dass ich nicht jeden Morgen zur selben Uhrzeit im Büro sein muss. Dafür arbeite ich manchmal auch bis ganz spät in die Nacht hinein. Das ist eine große Freiheit, die ich an meinem Beruf auch sehr schätze. Ja, diese Frage finde ich tatsächlich sehr schwierig zu beantworten. Für mich sind wissenschaftliche Erkenntnisse nämlich nicht abgeschlossene Ereignisse. Also es gibt immer wieder Momente, in denen ich denke, ah, jetzt habe ich etwas herausgefunden, jetzt weiß ich, wie das und das funktioniert. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man immer mal wieder einen Schritt zurück macht und sich selber kritisch hinterfragt. Freizeit gestaltet sich eigentlich relativ unspektakulär. Ich treffe mich mit Freundinnen, gehe ins Kino, koche gerne, werde noch lieber bekocht, lese Bücher, gehe an Konzerte. Grundsätzlich ist es mir aber sehr wichtig, immer zu unterscheiden, wann ich eben arbeite und wann ich nicht arbeite und die Zeit, in der ich nicht arbeite, ganz bewusst zu gestalten. Es ist nämlich nicht immer so ganz einfach den Laptop zuzuklappen und zu sagen, jetzt ist die Arbeit fertig, weil im Kopf denkt es auch immer noch ein bisschen weiter. Als Kind habe ich schon abendfüllende Theaterprogramme veranstaltet und auch meine Familie dafür bezahlen lassen. Von daher denke ich, dass ich schon immer ein Flair hatte für Berufe im Bereich der Kunst. Es gab aber auch eine Zeit, in der ich Meeresbiologin werden wollte, einfach weil mich das Meer so faszinierte. Wenn wir schon beim Meer sind, der Blick auf das Meer. Sei es alleine oder auch in guter Gemeinschaft, ich liebe es, am Strand zu sitzen und einfach auf das weite Meer hinauszuschauen. Ich verlängere die Mittagspause. Ich schaue, dass ich mit Freundinnen Mittagessen gehen kann, um mich mit ihnen über meine Schwierigkeiten auszutauschen. Es tut nämlich eigentlich auch ganz gut, wenn man weiß, dass man nicht die einzige Person ist mit Konzentrationsproblemen. Und dann habe ich meistens so ein eigenes Belohnungssystem, wo ich mir sage, wenn ich es schaffe, am Nachmittag so und so viele Stunden konzentriert zu arbeiten, dann darf ich am Abend, ich weiß auch nicht, ins Kino oder irgendwie so. Und wenn mir das auch nicht gelingt, dann lohnt es sich manchmal auch tatsächlich, die Arbeit einfach zur Seite zu legen und den Kopf zu lüften. Grundsätzlich setze ich mich für eine Gesellschaft ein, in der niemand aufgrund von Herkunft, Aussehen, Geschlecht oder Lebensweise diskriminiert wird. Und dazu gehört eben auch, dass Bildung barrierefrei ist und dass sie allen zugänglich ist und allen dieselben Möglichkeit bietet, sich frei zu entfalten. Kein allgemeingültiges Vorbild. Ich habe viele Freundinnen, kenne Politikerinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, die mich alle inspirieren, die mir Mut machen und die ich einfach schlichtweg bewundere. Und ich finde gerade das auch das Spannende, diese Vielzahl an verschiedenen Personen, die eben Vorbildfunktion haben können, aus verschiedenen Bereichen und aber auch in verschiedenen historischen Zeitabschnitten. Mein Rat an Studierende ist, lasst euch von euren Interessen leiten, verfolgt die Fragen, die euch unter den Fingernägeln brennen und vertraut dabei euch auch auf eure Fähigkeiten. Und vielleicht noch ein ganz pragmatischer Ratschlag: Macht nicht alles auf den letzten Drücker, ihr erspart euch damit ganz viel Stress.